Bei seiner gestrigen gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem französischen Kollegen Macron in St. Petersburg wurde Russlands Präsident Putin nach seiner Meinung zur Absage des Gipfeltreffens Nordkorea-USA durch US-Präsident Trump gefragt. Hier seine Antwort. Что касается отмены встречи на высшем уровне лидеров США. Die Nachricht von der Absage des Gipfels der Führer der Vereinigten Staaten und Nordkorea nahm ich persönlich mit Bedauern entgegen. Wir alle freuten uns darüber, dass zuvor so bedeutende Schritte unternommen wurden, um die Situation auf der koreanischen Halbinsel zu entschärfen und dass dies der Beginn des Prozesses der Denuklearisierung der gesamten Halbinsel sein kann. Kim Jong-un und seine Seite taten alles, was sie versprochen hatten zu tun. Auch bei ihren Tunnels und Stollen. Aber dann kam dennoch die Absage der USA. Wir hoffen, der Dialog wird wieder aufgenommen, fortgesetzt und ein solches Treffen wird noch stattfinden. Wir надеемся на то, что диалог все-таки будет возобновлен, продолжен и встреча состоится. Без такой встречи вряд ли можно рассчитывать. Ohne ein solches Treffen sind kaum signifikante Fortschritte zu erwarten. Und die Lösung dieser Fragen hat nicht nur regionale, sondern, wie ich glaube, eine weltweite Bedeutung wegen dem Atomwaffenabbau auf der koreanischen Halbinsel. Денуклеаризация корейского полуострова. Будем все вместе. Wir werden kooperieren, um die Positionen der Vereinigten Staaten und Nordkoreas zusammenzubringen. Unter diesen Umständen ist es wahrscheinlich richtig, zu früheren Mechanismen zurückzukehren, die sich als gut für Fortschritte auf diesem Weg erwiesen haben. Das Statement Putins wurde übersetzt nach dem Originalmanuskript des Kreml. Aktuelle News aus St. Petersburg mit Anna Smirnova gibt es Mittwoch bei Russland TV oder unter dem jetzt eingeblendeten Link. Abonniert uns für aktuelle Russland-News.